Hallo, im heutigen Video geht es um die Karte Ossenwalde. Die ist vom Modder Acker Designer, hat eine Größe von 448,69 MB und er schreibt: Willkommen in Ostewalde im schönen Münsterland. Die Karte enthält Vierfachkarte, mehr Bodenwinkel, also 32, 201 Felder, eine Tankstelle, vier Wasserkaufstellen, 14 Waldgebiete, 6 Höfe, 2 freie Flächen zum Bauen, einen Fahrzeughändler, 10 Verkaufsstellen, ein Viehhändler, ein Starthof, eine Feuerwehr. Verkaufsstellen und Händler haben Öffnungszeiten. Öffnungszeiten von 8 bis 19 Uhr. Es gibt auf einigen Wiesen Weiden für Kühe. Dann braucht man ja einige Mods, um die Karte spielen zu können, aber die sind alle im Mod-Hub downloadbar. Also ihr müsst ja nicht extra irgendwas installieren, sondern ihr könnt die übernehmen. Jetzt sind es nur so viele, will ich nicht vorlesen. Aber ich nenne mal die Zahl: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Mods sind es insgesamt. Gut, dann schauen wir uns mal die Karte selbst an, also die Minimap. Hier haben wir es, die Minimap. Wir sehen hier, es gibt viele Felder. Dann schauen wir erstmal die Preise an, oder beziehungsweise was uns gehört. Das ist Grundstück 10, 72, 163, 200 und 245. Das sind schon einige Felder, da kann man schon gleich von Anfang an viel damit anfangen. Wie schaut es mit den Preisen aus? Oh, 1,15 Millionen, 638.000. Gut, man könnte jetzt zum Beispiel das Feld 200 verkaufen für 1,155 Millionen und sich dann eben hier kleinere Felder mit dazu kaufen. Dann, was ist denn das kleinste Feld? Schauen wir mal. Ich würde jetzt sagen, es schaut recht klein aus. 154, das gibt es für 92.208 Euro. Und dann das größte Feld, ich denke, das müsste es 68 sein, hat einen Wert von ungefähr 2 Millionen Euro. Gut, dann schauen wir uns mal die Abladestation an. Hier haben wir Biomasseheizkraftwerk, einen Ballenverkauf, Bergmann Getreideverkauf, Ballenverkauf Viehhandel. Hier unten haben wir Reifeisen Getreideverkauf und Gesteinsbrecher. Dann haben wir hier Fachwerkhaus mit Silo, das ist der Hof anscheinend. Dann Landhandel Getreideverkauf, nochmal ein Gesteinsbrecher, Erdfruchtverkauf und einen Bauernmarkt. Ladestation haben wir, eine Kalkstation, Wasserkauf, Tankstelle, hier haben wir Getreidekauf Bergmann, Bergmann Kalkkauf und Flüssigkeitenkauf. Hier haben wir eine Tankstelle, da haben wir Wasserkauf, dann haben wir Mistkauf. Zoom mal ein bisschen ran, das muss besser erreichen. Schweinefutterkauf, Mischfutterkauf und Güllekauf, Viehhandel. Dann Wasserkauf, Landhandel Getreidekauf, Landhandel Kalkkauf, Kalkstation und ein Güllekauf. Und hier unten haben wir nochmal Reifeisen, Getreidekauf, Wasserkauf und Sägewerk. Also viele Getreideverkaufsstellen, wo man dann eben den besten Preis raussuchen kann. Produktion haben wir hier oben eine Zuckerfabrik, dann eine Getreidemühle, Ölmühle, Müslifabrik, Bäckerei. Dann haben wir hier unten Molkerei und Sägewerk. Dann Ställe haben wir hier unten. Dreimal großer oder zweimal großer alter Hühnerstall und diese Hühnerweide. Und das war es dann hier. Missionen haben wir jetzt keine speziellen. Verschiedenes haben wir hier: Dorfgemeinschaftshaus. Dann haben wir einen Viehhandel. Hier ist Fachwerkhaus mit Silo, also wahrscheinlich das Bauernhaus. Dann Fahrzeughändler und Verkauf von Fahrzeugen. Gut, also ja, haben wir noch einen Wachstumskalender. Da sich das ja in Deutschland befindet, wird es ähnliche oder ist der Wachstumskalender regional angepasst. Beim Güter können wir mal schauen, ob wir da irgendwas Spezielles mit dabei haben. Nein, schaut jetzt eher wie Standardgüter aus. Dann Fahrzeuge haben wir einige, diese Hühnerweide, große Hühnerstall und so weiter, diese Tiergehege und Produktionsketten haben wir noch keine. Dann schauen wir mal ins Shop-Menü. Da haben wir unter gekaufte Gerätschaften mittelgroße Traktoren, haben wir einen Fendt 724 Vario. Dann Mähdrescher haben wir ein Glas Trion 750. Anhänger haben wir ein Fliegel ASW 271. Schneidwerke haben wir ein Glas ConvioFlex 1080. Gruber haben wir von Amazone den Zenio 4000 Super. Sätechnik haben wir von Pöttinger den Terrasim C6F. Transportanhänger, Schneidwerke haben wir von Naradi den N60-35. Und Gewichte haben wir von Tenwinkel des Pack 750. Dann schauen wir mal ins Baumenü. Da haben wir unter Texturen
Bisschen mehr als die Standardtexturen, also dieser Beton, glaube ich, ist anders. Das Match habe ich auch noch nicht gesehen so. Und dann hier diese Pflaster. Dann bei Dekoration Zäune haben wir die Standarddinge, bei Lampen haben wir auch die Standardgeschichten und bei sonstiges haben wir auch die Standardgeschichten. Bei Kuhställen haben wir die Standard-Kuhstelle und dann aus dem Kuhstall-Set-Mod diese beiden Kuhställe nochmal, also einmal normaler und dann einmal mit Fütterungsroboter. Pferde haben wir die Standard-Pferdestelle, Schweine haben wir Standard-Schweinestelle und dann aus dem Fachwerkgebäude-Pack-Mod haben wir diesen Fachwerk-Schweinestall und aus dem VDI-Schweinestall-Mod haben wir diesen VDI-Schweinestall. Schafstelle sind, haben wir Standard-Hühnerstelle. Haben wir Standard-Hühnerstelle und dann als großer alter Hühnerstall-Mod diesen großen alten Hühnerstall mit 2000 Tieren. Dann bei Bienen haben wir die Standardgeschichten und sonstiges haben wir die Hundehütte. Bei Produktionen haben wir zum einen die Standardproduktion und dann aus dem Ostenwalde-Mod, also aus dem Kartenmod selbst, diese zwei Biogasanlagen, dann eine Bäckerei, Molkerei, Zuckerfabrik, Ölmühle, Müslifabrik. Und dann aus dem deutsche Getreidemühlen-Mod haben wir diese beiden Getreidemühlen. Verkaufsstation haben wir die Standardverkaufsstation und dann hier aus dem Kartenmod selbst den Bergmann Getreideverkauf, Biomasseheizkraftwerk, Gesteinsbrecher und einen Bauernmarkt. Gewächshäuser haben wir die Standardgewächshäuser, Plantagen, Standardplantagen. Generatoren haben wir zum einen die Standardgeneratoren und dann eben aus dem Enercon E115 EP2-Mod diese drei Windkraftanlagen noch. Dann bei Gebäude haben wir die Standardhallen und dann aus dem Ostenwalde-Mod noch diese Halle für Lohnunternehmen und dann aus dem holländischen Lohnunternehmensschuppen-Mod diesen Maschinenhalle mit Werkstatt. Fachwerk, aus dem Fachwerkgebäude-Pack-Mod haben wir diese Fachwerkscheune und aus dem Halle Groß-Mod haben wir diese Kartoffelhalle Groß. Dann aus dem Bergehallen-Paket-Mod haben wir diese Bergehallen. Mehrere Stück Unterstände. Und dann als VDI große Lagerhallen-Mod haben wir diese großen Lagerhallen und dann als VDI Unterstände und Lagermod diese Unterstände. Dann Silos haben wir die Standard-Silos und dann aus dem Ostenwalde-Mod diese beiden Silos. Dann aus dem klassischen Fahrsilo-Paket haben wir diese Fahrsilos. Dann aus dem Slurry-Aufbewahrungspaket-Mod haben wir diese Gülle-Lagerstationen. Dann aus dem Bergehallen-Paket-Mod haben wir hier ein Ballen- und Palettenlager. Und nochmal eins. Und dann aus dem Silo-Platte-Mod haben wir diese Silo-Platten. Diese beiden. Und dann aus VDI-Unterstände und Lager-Mod haben wir diese beiden VDI-Lager. Wie gesagt, wie ich schon mal öfter gesagt habe, ich finde das gut, da man hier einlagern kann und eben nicht die Ballen aufeinander laden muss, wo es Probleme mit Kollisionen gibt, sondern es ist eigentlich eine sehr schöne Lösung, um eben das Spiel flüssig zu halten, indem man quasi diese Lagerhallen dann nutzt. Silo-Erweiterung haben wir aus dem Kartenmod, diesen Güllebehälter, Erweiterung groß. Das ist der Unterschied zum normalen. Das ist jetzt hier nicht ersichtlich. Container haben wir Standard-Container und dann aus dem Osten, aus dem Ostenwalde-Mod, also aus dem Kartenmod noch diesen großen Treibstofftank. Dann Tools haben wir die Standard-Tools und dieses Dorfgemeinschaftshaus, aus dem Dorfgemeinschaftshaus-Mod. Und Farmhäuser haben wir zum einen Standard-Farmhäuser. Und dann aus dem Kartenmod selbst nochmal diese beiden Farmhäuser. Wie schauen die aus? Okay. Gut. Bisschen anders in der Farbgebung, aber von der Konstruktion her gleich. Und aus dem Fachwerkgebäude-Mod, Gebäudepack-Mod, haben wir dieses Fachwerkhaus mit Silo. Gut, dann schauen wir in die Karte rein. Hier ist quasi der Startpunkt. Der müsste beim Hof sein. Gut, diese Flächen hier kann man nicht kaufen. Straßensystem auch nicht. Also kann man hier auch unter Umständen nichts ändern. Also man hat dementsprechend Mod, um was zum Ändern. Dann haben wir hier einen Fahrzeugunterstand. Hier haben wir auch nochmal Fahrzeugunterstand. Und hier auch. Und dann schauen wir mal, wo die ganzen Fahrzeuge selbst sind. Also da haben wir auch nochmal einen Fahrzeugunterstand und diese Hühnerweide, kann das sein? Würde wahrscheinlich dies hier betreffen. Dann haben wir hier drüben das Farmhaus und hier haben wir nochmal, öffnen wir mal das Tor, auch nochmal Unterstellmöglichkeiten. Hier kann man was abladen und aufladen.
Oder aufladen quasi. Und hier kann man abladen, genau. Das sind nochmal so Silos. Also Fachwerkhaus mit Silo heißt ja der Mod. Dann haben wir hier, schauen wir fast aus, wenn. Kann das sein, dass es ein Kuhstall ist? Auch eine, also quasi auch ein Fahrzeugunterstand. Mal schauen, okay, dann müssen wir hier an den Knopf hingehen, um das aufzumachen. Dann haben wir hinten, das werden diese Hühnerställe sein. Schauen wir mal da rein. Genau, das sind die Gehege quasi. Mit der Eiabpackmaschine. Und hier nochmal dasselbe. Hier waren wir schon und da haben wir nochmal einen Fahrzeugunterstand. Gut, dann gehen wir mal in die Luft, schauen uns die Karte von oben an. Hier wäre quasi der Hub an sich. Wo befindet man sich jetzt da auf der Karte? Gucken wir uns das mal an. Da sind wir genau da herunten. Dann, wenn man da hochgeht, da war der Startpunkt. Da haben wir einen kleinen Ort. Da hätten wir auch nochmal eine Farm oder quasi einen Hof. Da haben wir schon mal zwei Höfe. Hier ist. Das war unser Hof, genau. Dann gehen wir dahinter. Da mal ein bisschen Wald haben wir auch. Bis jetzt noch nicht ganz so viel. Das ist ein Getreideeinkauf und da war der Gesteinbrecher. Auch noch irgend so eine Abladestation, glaube ich, das war die Bäckerei. Und dann haben wir hier nochmal einen kleinen Hof. Eine Windmühle. Mit Wasserstelle, also kann man Wasser aufnehmen. Nochmal irgend so Getreidelager-Dingens. Hier auch nochmal irgendeine Produktion. Dann haben wir hier auch nochmal einen Hof. Das ist ein vereinzeltes Haus. Dann haben wir hier quasi die Felder. Dann haben wir hier nochmal einen kleinen Hof. Das müsste auch nochmal ein Hof sein. Dann haben wir nochmal ein bisschen Waldgebiet. Also man hat ja einiges an Höfen. Aufgrund der Größe, also Vierfach-Map ist es ja, wird es für Multiplayer auch gedacht sein. Wenn man hier einige Standardhöfe hat, die man quasi ohne groß aufzubauen benutzen kann. Hier haben wir noch eine BGA. Und dann auch nochmal irgend so einen Getreideverkauf oder Ankauf. Genau, und da sind wir schon wieder beim Ausgangspunkt. Landschaftlich ist es recht flach gehalten. Gut, für Forstwirtschaft ist jetzt nicht wirklich so die Bäume vorhanden, wenn man das im großen Stil machen will. Aber man kann ja auch ein Feld umfunktionieren. Oder beziehungsweise doch ein paar kleine, einige kleine Forstbereiche sind vorhanden. Singleplayer kann man es natürlich auch spielen, aber ich denke jetzt aufgrund der Größe und der vielen Höfe eignet sich es auch hervorragend als Multiplayer-Karte. Und jetzt von der Landschaftsgestaltung könnte ich jetzt auch nicht meckern. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, man fährt hier so entlang. Wirkt realistisch. Wir haben eine Beschilderung auch da für Reifeisen. Müssen wir aber ein Stückchen wahrscheinlich fahren. Da geht schon weit hinter. Aber auch so wirkt jetzt nicht künstlich oder so. Genau. Jetzt gehen wir nochmal ganz hoch, dass wir einen Überblick nochmal haben auf der Karte selbst. Auf die Karte. Also schon einiges an Fläche da, viele Felder vor allen Dingen. Also ist sehr Multiplayer-freundlich und dann auch teilweise sehr helferfreundlich, weil man sieht jetzt da mal viele rechteckige Flächen, wo der Helfer eigentlich gut fahren kann. Gut, hier sind mal vereinzelt ein paar andere da, aber
Ist recht helferfreundlich. Und eben auch, wenn man als Multiplayer auf der Karte spielt, hat man halt, läuft man sich jetzt nicht unbedingt auch über den Weg. Also man hat dann auch ein bisschen Freiraum. Und genau, das war's zu der Karte. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, könnt den Kanal abonnieren, könnt auch einen Kommentar da lassen. Und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann!